du nicht. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Ich hab's ganze 2 cm weiter geschafft. Ach, seid ihr zwei das? Hey, nee, ich bin noch lange nicht da. Nee, ich meine Lea und der Typ. Wenn ich das vordere Schwarze bin, was wegrennen dann ja? Hey, ey, könnt ihr mir bitte erklären, was ihr genau jetzt macht? Also, was... Wir rennt gerade durch Kamishovo. Haut vor ja. Lea haut vor dem Typ ab und nicht so immer noch verzweifelt, da irgendwas zu essen. Ach, boxt ihr euch wohl die ganze Zeit, oder was? Ja, der verfolgt uns. Ja, das ist doch egal. Das wird mir doch erstmal Wuppe. Ja, aber der will mich ja hauen. Ja, dann nimmst du die Schaufel und wumpst ihn hier rüber. Wo war der Steg nochmal, nur wo? In der Stadt, in dem Teil vor Kamishovo. Wo der Bus stand. Ja, genau. Da bin ich jetzt. Wie weit ist es von Kamishovo weg? Oh, da ist jemand. Fuck. Muss da rennt gerade einer. Ich bin hier unten bei dieser Lagerhalle und verstecke mich. Bloß ein Schreiben, der versteht mich wahrscheinlich nicht, wenn ich mit dem rede. Ich hoffe, der tötet mich jetzt nicht. Und nochmal laufe ich den Weg nicht. Novo, können wir dann mal irgendwie die Stadt hier verlassen? Nein, ihr wartet. Ich brauche was nicht. Zu essen! Ja, und ihr wartet endlich noch auf mich. I'm dying of starvation. Das ist schlecht. Bis Gyros hier ist, bin ich tot und ich darf nochmal laufen. Ich bin gleich da. Hast du was zu essen für mich? Er schafft's aber nicht dauerhaft eine Feststelltaste zu drücken. Ja, manchmal hat's aufgehört. Wie kann man denn trinken? Gut. Jetzt bin ich stuffed, jetzt kann ich weiter. So, ich bin stuffed. Oh, wo bist denn du? Irgendeinem Haus schon wieder. Hängt ja gerade durch alle Häuser. Wie weit waren Kamishovo von dem Bus weg? Nicht weit, gell? Nee. 3-4 Minuten Laufweg maximal. Ja, da bin ich da. Ich brauch trotzdem irgendwas zu essen. Ich hab die ganze Zeit einen Zombie irgendwo. Ich? Nee. Ich hab nur eine Schaufel. Ja, mit der Schaufel kann man bestimmt auch öffnen, oder? Ich glaub schon. Ich hör den doch, der liegt schon wieder hier vorne. Best, wir treffen uns bei dem sinkenden Typen. Genau. Ich guck mir die Häuser hier nebenan immer mal an, vielleicht. Spawnt ja irgendein Loot zufällig noch. Ich glaube, es ist auch fast nicht. Und da liegt gerade, ja? Ja. Bist du das? Bist du da gerade runtergesprungen? Nee. Hä? Nee, da war gerade einer und jetzt hat er sich einfach ausgelacht. Okay. Also ich stehe hier an so einer Hausecke und beobachte den. Ich kann den aber auch nicht looten, gell? Er hat auch nichts, er hat nichts mehr an. Du hast ja nicht von ich schieb den mal ins Gras. Weil da kann ich den nicht schieben. Ist er jetzt tot? Nein! Nein. Kann er laufen noch oder kann er noch kriechen? Der rollt sich hier gerade rum. Aber dass solche Leute nicht irgendwann lachen müssen oder so und sagen, ach ey. Na, der wird sicherlich Mikrofonaktivierung hier haben. Das was der er hört. Doch nicht zu, ne? Kann er so, doch. Man hört die ganze Zeit das Lied oder was? Ja. Hey, ich bin jetzt in einem Haus drin. Was? Ich bin einfach in einem Haus. Ich war plötzlich einfach in einem Haus. Ja, übrigens steht hier mitten auf der Straße wahrscheinlich ein Zombie. Und da hinten kommt gerade einer angerannt. Bist du das, Gyros? Ich komme gerade angerannt, aber ja. Ist hier noch keine Stadt. Mir ist sich einfach zu dir geschmissen. Nicht? Warte mal. Doch, ich sehe gerade Häuser am Horizont, glaube ich. Hier ist einer gerade in die Stadt gekommen, der hat irgendwas auf dem Rücken. Nee, ich hab nichts dabei. Okay. Der hat eine Axt. Komm aber gleich. Kommt einer mit der Axt angerannt. Das kann doch mein Bau, mein Holzfäller-Kollege sein. Der schleicht sich gerade von hinten an einen Zombie an. Hat der eine Mütze aufgehabt? Zack! Da hat er ihn weggeaxtet. Hä? Wiss ich doch nicht, warte, ich renn mal hin. Wenn er eine Mütze aufhat, dann ist mein Holzfäller-Kumpel. Dann kannst du sagen, grüß hier. Grüß dich. Bist du Hallo. Ja, der hat was auf. Hallo.
Ja, das ist ein Holzfäller-Kollege, den kenne ich doch gut. Der grüßt ja alle. Na klar, der grüßt immer. Der grüßt immer. Can you kill the sky? Wo sie komisch mit Music, weißt du? The guy with the music. Wo ist er denn hin, der Holzfäller-Kollege? Der ist da rein in die Hütte. Ach, der Holzfäller-Kollege immer. Der sprintet immer so schnell weg, hä? Ja. Oder rennt einfach nur gerade nach. Come on, look at the sky. Ne, da geht das in die Häuser rein. Oh, ich Typ! Ich bin gleich in der Stadt! Ich bin gleich in der Stadt! Rennt der rum! Rennt der, der Holzfäller-Kollege ist cool, rennt rum, grüßt erstmal hin. Yes. Na, grüßt euch! Sag mal, wie viel Blut hat denn der? Der hat wahrscheinlich schon endlich Blut. Wo ist denn jetzt Holzfäller-Kollege? Da! Seht ihr mich? Doch... Nee, noch nicht. Ah, ich sehe einen Holzfäller-Kollegen. Ich glaube, der hat auch etwas Angst vor diesen Typen. Ja, aber läuft gerade bei mir durch den Zaun. Ich glaube, ich sehe da Leute. Auf einer Straße, ich bin jetzt... Der Holzfäller-Kollege. Oh, ist es der rennt der Holzfäller-Kollege? Ich glaube. Den grüße ich erstmal gleich nicht damit. Hallo. Pass auf mich, Axel, gleich über noch mich nicht mehr kennen. Ey, sind ja viele Leute. Ach, da hinten kommst du, ja, das ist der eine komische Typ, der Holzfäller-Typ und wir zwei. Der Holzfäller-Typ setzt sich erstmal auf der Straße. Oh, ich höre schon die Musik. Wer ist denn hier links von mir? Ach, Lea. Hello! Musste ich mit F3 hinsetzen. Hello. Das ist der Mann. Halt doch eine Fresse! Wie ist denn hier sitzen? Hello, Herr Holzfäller-Kollege. F3 hab ich doch gerade gesagt. Wo ist denn der Holzfäller-Kollege hin? Ich glaube, der hat es ausgelockt. Der stand doch gerade noch hier, oder? Der ist ins Haus rein. Ach nee, hier. Da ist er. Er soll ihn mal töten jetzt. Wie's? Ich glaube, der Holzfäller-Kollege tötet niemanden. Ey. Nee. Ey, Kollege. Oh. Können wir jetzt mal bitte weiter nach Elektro gehen, bevor ich ja wirklich noch einem Dying vor Straf hing? Ja, dann los. Ey, der Holzfäller-Kollege. Ach nein, der fliegt da. Ja, der Holzfäller-Kollege geht immer in den Wald. Hast du ja gesagt. Das ist ja kein Wald, aber da ist dein Haus rein. Ach, hier sitzt. Wer sitzt denn da vorne noch? Ja, es ist. Alter, wenn er mich jetzt wieder schlägt, da hätte ich ja, zwei Leute hier sitzen hier. Hier sind Bandagen. Null. Geil. Ach nee, das da vorne bist du noch. Das da, der Schwarze bist du noch. Echt? Ja. Die. Wer ist ein Trond? Bestimmt, der die Musik macht. Wo sieht man denn, wie die heißen? Hä? Was denn? Hey, was denn jetzt? Der Box hat mich geboxt. Nee, ich finde das hier witzig, dass hier einfach nur noch im Oberkörper liegt mit Schuhen und Hose. Jetzt sehe ich nicht. Der hat mich unconsistent. Oh. Der kommt ja nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin unconsistent, weil ich... Nein, mich jetzt bin ich tot. Nee, mich hat auch ein einziges Mal geboxt und ich war bewusstlos. Toll, jetzt ist er tot, jetzt ist er bewusstlos. Ich weiß, wir müssen bei dem aufpassen, ne? Na komm jetzt. Komm. Ja. Oh, wir werden nie irgendwas in Daisy erreichen, glaube ich. Ja, wenn du mit so einem Assi hinrennen musst, ich habe immer Abstand gehalten. Ich auch. Der ist wieder der Jackerat. Wieso rennt meine eigentlich? Ach so, weil ich verletzt bin, ja. Na egal, ich beende mal kurz das Spiel. Nicht das Spiel. Das ist jetzt auch noch eine 10-Minuten-Folge. Nee, ich hab doch gesagt, ich beende noch nicht das Spiel. Ach so. Ich beende nur einen Server und dann connect ich dir nochmal hinterher. Weißt du, kannst du. Wieso läufst du noch so ultra langsam? Weil ich doch verwundet wurde und jetzt kann ich nicht mehr so joggen wie du. Wenn er nur sprinten. Naja, ich glaube, die DC-Folgen, die wir haben, sind immer unfassbar spannend. Natürlich sind die unfassbar spannend. Es passiert prinzipiell gar nichts. Ich bin hier gerade am Strand. Das heißt, der Typ bleibt die ganze Zeit in der Stadt mit den Einblutenden, genau wie der gesagt hat in dem Video. Bis jemand ankommt und den Blutigen töten will,
Als genau als der draufgehauen hat, kam der um die Ecke gebogen. Ein paar Assis, gell? Ich hab ja gerade Hast du auch Zombie gerade einen gehört. Zombie gehört? Es ist Soundbug, das war bei mir ganz oft. Nervt das, dass ich nicht nochmal rennen kann. Das glaube ich. Entweder ich habe übelste Paranoia oder ich habe hier gerade jemanden reden gehört. Hier ist eine Gasstation. Da kannst du vielleicht in Hinxua sein. Ein Auto finden. Nee, da kannst du vielleicht in Hinxua sein. Guck mal, wo du bist. Ich guck erstmal schnell, wo ich bin und dann guck ich. Ah, wie schön das ist. Dass der Typ noch sagt, dass er noch übertrunken ist bis jetzt. Ah. Bei mir steht gar nichts da. Oh mein Gott. Was denn? Ach ja, es ist das Straßenschild. Ich glaube, ich bin in. Na. Ja. Karte aus geht's nach Elektro, 1 Kilometer. Jawohl, ey. Ich glaube, ich Hab bin ich. Am Ende von Tscherno. Tscherno geradeaus 3 Kilometer. Ja, ich bin zwischen Tscherno und Elektro. Und wo laufen wir jetzt nicht hin? Ihr lauft nach Elektro. Wie weit ist ein Elektro von Dings weg? Nicht weit. Ja, wir sind doch das auch schon mal gelaufen. Ja, du. Na, du doch auch. Wo du dann nichts mehr machen konntest. Ah, da waren wir in Elektro. Ach stimmt, die Schiene hier. Da gab es auch gute Loots. Oh, da vorne ist einer auch. Nein. Ist da was, jemand? Wo? Oder habe ich eine Halluzination? Da ist hey, einer, wo? Oder? Wo Ich denn? zoom mal ran. Nee, da ist keiner. Ich habe mich schon gewundert. Wir gehen auf der Bahnschiene lang. Ich verlasse jetzt. Moment einmal. Bist du rechts von der Bahnschiene? Ja, was ist denn los? Bin ich. Elektro ist ENEKTPO, gell? Elektro. Ja, weil ich verlasse. Ach nee, wenn ich in die Richtung laufe, verlasse ich Elektro. Ich bin gerade in Elektro angekommen. Ah, okay. Na gut, dann müssen wir uns irgendwo treffen. Na, am Anfang von Elektro, von bei euch. Jo. Oh nein, ich hab schon wieder. Ich auch. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass es Soundbugs sind. Ich habe aber gerade auch ein Zombie gehört. Entweder wir sind nicht weit voneinander weg. Oder Soundbug. Oder ist das? Leute, gell? Ey, für sowas hätte ich gar nicht die Zeit, Lust, 0 Uhr 15 in der Stadt zu campen. Und das ist die ganze Zeit. Der eine sitzt die ganze Zeit auf der Straße und macht nichts. Und der eine muss nur hin und her laufen und die Musik abspielen. Oh. Ganz ehrlich, ich glaube, weil dein Charakter saß vorher auch so da und alle Charakter, die ich so gesehen habe, haben ja nichts gemacht. Ich glaube einfach, dass das dann kommt, wenn da steht, dass du an Dingsbums bist. Bewusstlos. Hä? Und aber der kommt der Typ angesprettet und spielt ja seine Musik ab. Oh nee. Oh, Schappen, ey, Leute. Der weiß, nee, oh, der weiß, was solche was Leute am liebsten echt machen würden, gell? Ja, ja. Die Fantasien. Menschen sind schon echt eklig. Das stellst du jetzt fest. Habt ihr übrigens schon gehört, dass es in China oder in Japan jetzt auch so lebensechte Sexpuppen in Kinderform gibt für Pädophile? Geil. Und, und oh, auch, links von uns ist ein Kran. Ja, und also lang kannst du mich ja sein. Und auch aufblasbare Kinder kannst du bei Amazon bestellen, kosten 8 Euro. Da geht's. Gibt's halt aus China. Weil für Pädophile halt, dass sie dann halt nicht echte. Das ist, finde ich, aber eine gute Sache, muss ich mal sagen. Weil dann müssen die nicht echt überfällig werden, sondern das ist ja eine Krankheit. Die können ja nichts für, die tun sich erst nicht aus. Da wäre ich mir nicht so sicher. So. Na, was denn? Ich glaube, die Leute hätten schon lieber mal eine Ische im Bett. Die sind wahrscheinlich einfach nur so, dick und hässlich. Ja, die haben wahrscheinlich eine junge Ische lieber im Bett. Da hinten gab es gutes Bild bei mir. Da packen wir mal die Taschenlampe aus.
Pack mal die Taschenlampe aus, ich laufe quer durch Elektro und laufe zu den Bahnschienen. Bevor du dir noch irgendwas brichst, warte am besten hier unten. Oh, warte, ich habe gerade aus in der Batterie rausgemacht. Warum sage ich eigentlich immer, dass ich durstig bin? Ah, ich hasse Englisch und Deutsch, ey. Aber versteck dich irgendwo hier drinnen, nicht dass die Assis uns irgendwo sehen oder so. Komm, die. So schnell wie es geht, komm ich rein. Habt ihr gerade Zombie gehört? Nö. Ach, in so einer Halle war ich auch gerade. Dann ist das alles also, von mir. Vorhin mal, da habe ich eine Soda getrunken. Sie sind jetzt mitten in Elektro. Also jetzt noch nicht. Scheiße. Als nur, wo ich hier war, als ich nichts mehr machen konnte, gell? Ja. War hier drin Essen. Essen, trinken, Essen, Medipack, Medipack und Rucksack. Und einen Rucksack. Und jetzt ist nichts. Na, ich hatte hier drin auch eine Soda gefunden in so einer Hütte hier. Oh mein Gott, eine Schule. Wollen wir hier auf Novo warten? Du weißt ja, welche Halle ich meine. Ja, ich weiß ja, welche Halle du meinst. Oh, scheiße, ja, dann warten wir halt hier. Aber hier ist gerade zu viel. Ich würde sagen, dass wir dann vielleicht oben warten. Ich komme mir hier nicht vor wie in Elektro. Komm mir hier vor. Ich hoffe, du brauchst nicht mehr so lange. Da können wir wegen aus dem Fenster gucken und warten. Doch, nee, war schon. Ich duck mich mal hier hin. So. Manchmal fragt man sich echt, wie gestört irgendwelche Leute sind. Und also, sind wir noch geistig irgendwie. Würde ich ganz gern. Mit dieser These würde ich gern diese Folge beenden. Supermarkt, Supermarkt, Supermarkt! Oh. Also, wir beenden damit jetzt, ja? Ja, wir beenden jetzt mit der Folge und nur, wo du zeigst, was es Schönes im Supermarkt gibt in der nächsten Folge. Ich bin da schon im Supermarkt. Oh. Dann. Oh. Ja, du kennst dich mit Klettinger nicht aus, gell? Das ist egal, ob es was gibt. Du ich hab Leute... einen ACOG-Optik-Test. Ich brauch nur noch eine Waffe. Munition wäre an sich auch nicht schlecht. Ey, in diesem Kack-Supermarkt, wo ist es doch wo was? Jetzt komm erstmal her, beende erstmal die Folge und dann kommst du erstmal her. Ich beende gleich die Folge und gehe zu Gyros. Moment, ich guck mir nur noch Supermarkt fertig an. Egal, hier gibt ein Zombie. Ja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.